in diesem Video geht es um Papageno aus der Zauberflöte. Sebastian, wer ist Papageno? Papageno ist im Grunde ein netter, einfacher Typ, kann man sagen, der eigentlich manchmal seinen Mund vielleicht ein bisschen weit aufmacht, wenn ihm was nicht passt. Oder eben auch, weil er oft Hunger hat. Sein eigentliches Problem ist aber, dass er keinen Erfolg bei den Ladies hat. Ganz normaler Rapper also. Ja, wobei Papageno ist eher Vogelfänger und keschert sich den Spatz vom Ast. Und die Vögel, die er fängt, die verkauft er dann an die Königin der Nacht. Und deren Tochter, Pamina, wird seine beste Freundin. Papageno ist also ein richtiger Sympathieträger. Papageno, dein Auftritt. Ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heiser, hupsasa. Ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich fing sie dutzendweis für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen fern mein. Ein Mädchenfänger wärst du gern, gestatte mir, dich aufzuklären, Menschen einzusperren, erlaubt uns nicht, STGB 239. Fraglich, ob das Liebe sei, sperrt man den anderen nein dabei. Drum wird man, das ist nicht verkehrt, fürs Einsperren selber eingesperrt. Im Grunde wünscht sich Papageno ja eigentlich nur eine Freundin. Ja, und checkt halt nicht wirklich, wie es geht. Und dass er bei der, die er insgeheim am meisten will, leider ziemlich tief in der Friendzone gelandet ist.